Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Mais wächst, wird auch schön gewässert, es regnet nämlich. Und das vierte Krankenbett ist leider immer noch nicht aufgebaut, ist jetzt aber auch nicht das Riesenproblem. Denn wir können derweil andere Dinge tun. Lass mich mal kurz was schauen mit dem Lager. Wie wäre es? Ich guck mal kurz in die Forschung zuerst. Was ist mit den Vitalmonitoren? Da haben wir alles für außer Krankenbett. Das ist eine recht teure Technologie mit 6000 Punkten. Also zumindest für uns als Stamm. Allerdings auch unverhältnismäßig, dass die Überlebensration auch 6000 kosten. Also entweder macht man jetzt das Krankenbett teurer und die Kryoschlafkapsel kostet nur 4400. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Also da sind die Kosten nicht ganz balanciert, würde ich sagen. Also da hätte ich andere Werte genommen. Aber gut, für die Vitalmonitore müssen halt erst die Krankenbetten erforscht werden. Da sind wir aber noch nicht. Wir machen gerade die Teppichherstellung. Vielleicht ja danach die Krankenbetten. Wir müssen erstmal ein bisschen Medizin herstellen. Der Auftrag dafür ist gegeben in unserem Labor. Die Medizin wird hergestellt. Wir haben derzeit 5. Wir stellen erstmal bis 40 her. Und dann werden wir weitersehen. Und hier wird gerade der Multianalysator gebaut, der jetzt gleich am Strom ist. Und unsere beiden Tische mit einem Forschungsbonus von 10% beglückt. Sehr schön. Okay, lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Ihr wisst ja, zerrissene Kleidung. Da muss ich mal kurz hinterher. Trosma hat zerrissene Kleidung. Wir gucken kurz, was zerrissen ist. Es ist das Kragenhemd. Denn das ist bei 44%. Alles unter 50% gilt als zerrissen. Das heißt, wir brauchen ein neues Kragenhemd in der Schneiderei. Die sind auch alle im Auftrag. Aber Moment. Einen Moment. Wir haben zu viele schlechte Sachen im Lager, die den Counter beeinflussen und deswegen wird nichts Neues hergestellt. Ich werde den daher hochsetzen. Für Kragenhemd jetzt auf... hoppla, für Hemd. Moment, Hemd. Kragenhemd, ist das das Gleiche? Irgendwie? Ja, ist das Gleiche. Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Also, das Hemd machen wir mal auf 4. Da werden noch 2 hergestellt. Hoffentlich ist eins dabei, das den Anforderungen genügt. Dann müssen wir mal wieder was verkaufen. Von dem, was im Lager liegt, damit das nicht zum Lager gehört. Also, wir können natürlich auch verbrennen. Haben wir denn schon die Voraussetzungen? Hatten wir nicht das extra erforscht? Unter Diverses? Nein, unter Produktion. Da, das Krematorium. Da brauchen wir Granitblöcke für, oder? Moment, wir können natürlich auch Sandstein wählen und dann können wir es bauen. Das müssen wir tun. Und was gäbe es für einen schöneren Platz dafür, als hier mitten in die Wildnis? Nein, nicht wirklich. Das stellen wir... Ach, es ist eigentlich schöner, wenn man es im Gebäude irgendwo stehen hat. Finde ich. Nur wo? Das Bett ist fertig, gut. Müssen wir doch noch wieder ein Hütchen bauen. Oder wir stellen es hier mit rein. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nur uns so ein bisschen allerdings die Möglichkeit berauben, da noch aufzurüsten. Wir machen was anderes. Wir erweitern hier mal den Aushub aus dem Berg. Das hier wird eine Wand. Das nehmen wir mal alles weg. Das auch noch. Obwohl, das lassen wir mal. Und dann werden wir hier... Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr wegnehmen. Einfach mal so. So, da kommt die Tür hin. Halt, 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 halt. Die Tür. Hier. Das können wir dann abreißen. Die Steine rausnehmen. Einen schönen Boden rein. Und das ist jetzt ein Krematorium. Also hier wäre eigentlich ein Holzboden, ich sag mal, fehl am Platz. Von daher müssen wir gerade schauen. Wir haben ja noch ein paar Schieferblöcke. Das wäre aber nicht so passend. Wie wäre es mit dem Schieferpflaster hier?
So, das legen wir jetzt da rein. Das passt, denke ich, gut. Und eine Kopie. Ebenfalls eine Lampe für den Raum. Stromkabel liegt ja drin. So, was haben wir da jetzt? Zusammenbruch, Rauchblatt, Exzess. Samantha gibt sich mal wieder die Droge, Rauchblatt, okay. Beziehungsweise nicht okay, aber können wir jetzt eh nicht mehr verhindern oder verändern. Ist halt so. So. Das alles darüber. Da muss noch ein Stückchen Boden rein von unserem Standardholzfußboden. Und dann kommt jetzt das Krematorium ebenfalls da rein. Aus Sandstein und zwar hier in die Ecke. Moment. Ich warte damit, bis die Platten verlegt sind. Denn sonst kommen die da hinterher nicht mehr drunter. Und das finde ich so schön. Ein Großhändler. Das ist eine große Freude. Das heißt, Umbra kann direkt hierher gehen und wir können die Klamotten verkaufen. Was wir eben noch besprochen haben. Damit die nicht mehr auf den Zähler angerechnet werden. Da sind sie alle. Die ganzen schäbigen Sachen. Alles, was Klamotte ist, was hier jetzt drin ist, kann weg. Und dann wird auch neu hergestellt. Alpaka-Wolle. Wir könnten ein bisschen was davon verkaufen. Wenn wir was davon behalten, ist nicht schlecht. Aber wir müssen nicht alles behalten. 75 gehen weg. Außerdem kaufen wir alle Bauteile. Sind leider nur 18. Was brauchen wir derzeit noch? Wir haben immer noch genügend Stahl. Gucken, ob wir hier irgendwas von gebrauchen können noch. Ja, ich glaube, wir stücken das wir stocken das Neutramin jetzt mal ein bisschen auf. Kaufen einfach mal. Nee, 100 ist zu viel. 10 Neutramin. Nein, 10 ist zu wenig. Ich möchte auf 100 kommen wieder. Wir kaufen also 36. Na, warum lässt er mich das denn nicht reingeben? So, jetzt. Er hat es mich nicht eingeben lassen, weil die Zahl, die ich eingeben wollte, größer ist als das, was der Händler vorrätig hatte. So, 510 kostet uns das. Wir wollen natürlich mit einem Plus rausgehen. Das heißt, wir verkaufen Holz zum Bezahlen und ruhig ein bisschen mehr wieder, damit wir auch wieder ein bisschen mehr Silber dazu bekommen. Wir haben ja doch ein bisschen was ausgegeben. Ich nehme mal 4000 von unserem Holz weg. Und das heißt für uns, wir müssen neue Bäume fällen. Müssen nicht, aber machen wir trotzdem. Holz hacken. Und zwar nehmen wir erstmal hier das ganze Gebiet. Bis hier. Dann sollte das wieder reichen. Es reicht auch jetzt noch. Ich weiß wohl, dass sich in Teilen auch drüber lustig gemacht wird, wie ich hier mit dem Holz umgehe. Aber hey, das ist halt unser Zahlungsmittel, von daher möchte ich da immer große Mengen von haben. So, die Teppichherstellung ist fertig. Jetzt können wir also auf was anderes gehen. Die Krankenbetten wären halt schon nicht schlecht. Recht teuer, aber die werden sich wahrscheinlich noch lohnen. Und wir brauchen sie halt eh für den Vitalmonitor. Also sind jetzt die Krankenbetten dran. In den Reiter wollte ich gar nicht rein. So, und jetzt, wo die letzte Bodenplatte fertig ist, können wir dann auch das Krematorium reinstellen. Licht brennt auch schon wunderbar. Und ich muss sagen, so langsam gefällt mir das alles ganz gut. Hier, diese Blume ist gar nicht bepflanzt. Offensichtlich kümmern sich unsere Leute gerade wenig ums Einpflanzen. Hier sind mehrere Blumenpötte nicht bepflanzt. Und warum liegt jetzt hier ein schäbiges Kragenhemd? Weil der Kollege Trosma sich ein neues genommen hat und das alte hier einfach liegen lassen hat. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Aber jetzt wird auch von allen was Neues hergestellt. Das kann ich ja hier nochmal zeigen. Hemden können wir wieder runtergehen auf 2. Also, Staubmäntel ist jetzt nur noch einer da. Cowboyhüte fehlen 2. Hosen haben wir 2 gute offensichtlich da. Und 2 Hemden fehlen ebenfalls. Hoffentlich wird's gut. Und, wie ich auch sehe, ist eine Schutzweste fertig. Aber es tragen derzeit alle eine, was ja gut ist. Waffen. Oh, exzellente und überlegene Repetiergewehre. Das finde ich ja wirklich sehr gut.
So, und wenn jetzt das Krematorium fertig ist, dann, was ist denn das für ein Glitzer hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Nein. Da fehlt ein Stückchen, da fehlt ein Stückchen Kabel. Da kommt doch jetzt keiner mehr dran. Da kommt keiner mehr dran, glaube ich. Kein Weg. Oh, nee. Nicht ehrlich. Jetzt guckt euch den Murks mal an. Guckt euch den Murks mal an. Neu verbinden. So, jetzt hat er Strom. Ist nicht schlimm jetzt, ne? Aber, oh Mann. Und ich habe das Ding extra noch später gebaut. Aber die Stromleitung, da habe ich nicht dran gedacht. Aber wir haben das Krematorium. Wir werden jetzt ein paar Aufgaben einstellen. Wir wollen auf jeden Fall Leichen verbrennen. Aber wir verbrennen nur Leichen von Feinden. Keine, Moment, menschliche Leichen, ja. Aber keine Kolonisten. Keine Kolonisten. Und Tierleichen natürlich auch nicht. Die wollen wir in der Regel ja schlachten. Das machen wir immer. Das heißt, immer wenn wir Leichen haben, sollen die auch verbrannt werden. Außerdem wollen wir Drogen verbrennen. Und zwar auch für immer. Aber wir wollen kein Ambrosia verbrennen, wir wollen kein Bier verbrennen, wir wollen kein Penoxicillin und kein Rauchblattjoint verbrennen. Yayo, Pequi, Muntermacher, Luciferium, Gojus und Flake wird verbrannt. So soll es sein. Piratenhändler. Dann wollen wir den auch mal kontaktieren. Gucken, ob wir da auch noch was Hübsches bekommen. Eher nicht. Wir könnten... Wir haben eine schäbige Schutzweste liegen im Lager. Die können wir verkaufen. Die bringt uns wenigstens ein bisschen Silber noch. Und wir könnten 36 Rauchblattjoints verkaufen. Die behalten wir jetzt aber mal. Sonst ist hier eigentlich nichts zu holen. Aber ist auch okay. So, der Stall sieht richtig lebhaft aus. Hier ist ordentlich was los. Sind auch jede Menge Hühnereier da. Alles befruchtete Eier. Tja, wenn wir die unbefruchtet haben wollen, dann müssen wir die Tiere trennen. Und die Unbefruchteten kommen dann ja auch hier rein. Ja, warum sagt mir denn keiner, dass unsere Mahlzeiten nicht hergestellt werden? Hatte ich das nicht angemacht, den Job? Scheiße. Uiuiuiuiui. Jetzt muss aber dringend gekocht werden. Puck nimmt sich auf jeden Fall schon mal Mais. Ja, alle essen jetzt roh gerade. Aber jetzt fängt Samantha an zu kochen. Ah, ja gut, aber dann haben wir wenigstens alles weg. Was insofern ja auch nicht verkehrt ist. Da sind die ersten vier Mahlzeiten. Eine hat Samantha sich gleich mitgenommen. Hat sich gedacht, ja, wenn ich schon lecker koche, will ich auch was davon haben. Es sei ihr gegönnt. Nur sie muss jetzt halt auch weitermachen, denn 200 Stück sollen im Vorrat liegen. Ach, Coach ist jetzt dabei, alles klar. Also wir haben auf jeden Fall immer einen, der kocht. Das läuft. Ja, und das sind dann Fine Meals. Die haben halt eben gewisse Vorteile. Ich glaube, die Nährstoffe sind höher, ne? Und was bringt's? Was bringt's mehr? Was bringt's mehr? Wir können mal schauen. Also hier sind Nährstoffe 0,9. Attraktivität minus 4. Tja, und jetzt müssen wir uns eben beim Rezept ansehen, wie die anderen aussehen. Wenn sie es denn... Nee, können wir uns nicht ansehen. Doch hier. Einfache Mahlzeit. Kann man es nicht anzeigen lassen. Schade. Also die ist mit Sicherheit weniger attraktiv. Und hat wahrscheinlich auch weniger Nährstoffe. Wer das jetzt genau weiß, der kann das gerne schreiben in die Kommentare. Bedanke ich mich schon mal für. Ich würde jetzt nicht anfangen, extra für diesen Versuch jetzt noch eine einzelne einfache Mahlzeit zu kochen. Denn ich wollte ja hier 200 von den leckeren Mahlzeiten haben. Okay. Dann. Oh, was liegt denn hier rum? Wo kommt das Maschinengewehr her? Wieso liegt das hier? Wie lange liegt das da schon? Das ist ja witzig. Hat das hier einer von der Karawane liegen lassen? Irgendwann mal? Oder einer... Nee. Warum liegt das da? So lange kann es noch nicht da liegen, weil es wäre sonst schon weiter verrottet. Hier ist nämlich kein Dach. Hm. Habe ich das versehentlich gekauft? Könnte das sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht.
Mal kurz die Temperaturen im Stall prüfen. Also hier ist überall 19 Grad, 20 Grad. Hier ist 18 Grad nur. Ja, es ist ein größerer Raum. Und hier diese eine Heizung könnte vielleicht ein bisschen eng werden im knackigen Winter. 18 Grad, 21 Grad, auch ein bisschen mau, aber es ist insgesamt okay. Draußen ist es 10 Grad, das heißt, wenn es noch kälter wird, könnte es in den jeweiligen zweitbeheizten Räumen, also da, wo nicht die Heizung direkt steht, sondern nur über die Lüftung die Temperatur ausgeglichen wird, könnte es ein bisschen wenig sein. Müssen wir einfach ein bisschen drauf achten. So, wo sind die befruchteten Eier jetzt? Sind da alle Hennen rausgeworden? Da sind Küken, schaut mal da, ein winziges kleines Küken. Wie niedlich, aber das Küken hatten wir schon. Beziehungsweise, glaube ich das, oder ist das Neues? Küken, Junghahn, es könnte auch sein, dass das schon das zweite Küken ist. So, ich hoffe nur, dass hier keine Tiere an die Eier gehen. Das ist jetzt wirklich noch die Frage, die ich habe, ob die... Also bei den Schweinen, denen würde ich es halt zutrauen, das sind ja Allesfresser, dass die auch an die Eier gehen. Ich gucke jetzt hier mal ein bisschen. Wir haben 5 und 2 Eier hier liegen. Nicht, dass da gleich eine von den Säuen oder Schweinen dran geht. Sieht aber eigentlich gut aus. Hier lagen nämlich auch Eier, die sind weg. Aber ich weiß nicht, warum die weg sind. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Kann natürlich auch recht zufällig sein, dass die Schweine jetzt alle gerade ausnahmsweise mal hier Heu essen. Und wenn wir nicht hingucken, nehmen die sich so ein Ei da raus. Alles möglich. Ich glaube aber nicht, dass die da dran gehen. Sonst müssten wir die Tierzone halt verkleinern und auf diesen Bereich rausnehmen. Und dann würden wir die Eier nur hier lagern und nicht mehr hier. Wir haben ja hier noch eine zweite Zone für die Eier. Die lösche ich mal. Komm, hier, das reicht absolut. Und wisst ihr was? Wenn ich die Zone jetzt beschränke... Alpaka ist trächtig und Sau ist trächtig. Wenn ich die Zone beschränke hier auf diesen Bereich, dann hilft das nichts, weil wenn die direkt daneben stehen, können die es, glaube ich, auch fressen. Die müssen nicht auf dem Feld stehen. Das heißt, ich müsste sie also viel mehr begrenzen, als ich eigentlich möchte. Ich lasse es jetzt alles so. Wir gehen das Risiko ein. Ich glaube, dass das alles gut wird. So, unsere kleine Farm. Ja, Nahrung haben wir inzwischen auch wieder genug. 32 Pakete. Ich meine, die sind schnell weg, aber es wird ja auch noch produziert. Mais ist bald Nachschub da. Beim Fleisch müssen wir durch die Jagd dafür sorgen. Wir können ja auch mal wieder gucken, ob irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Die jage ich natürlich am liebsten. Sieht gerade nicht unbedingt danach aus. Was ist denn das hier oben eigentlich noch? Kalkstein. Da ist irgendwann mal eine Kapsel runtergekommen. Das ist ja alles zerstört und hier liegt auch Schlacke rum. Die wir auch einschmelzen können, ja, weiß ich wohl. Ah, hier. Ist jetzt zwar nicht ganz in der Nähe, aber sind halt Hirsche oder Rehe. Die eignen sich ja schön für die Jagd. Oh, die eignen sich natürlich auch hier. Das gibt richtig viel Fleisch und auch richtig viel Wolle. Nur da habe ich Angst, dass die Herde zuschlägt. Wir könnten uns zur Not zu den Geschützen retten, aber es sind auch viele Tiere. Da wüsste ich nicht mal, ob die Geschütze reichen. Also das traue ich mich, glaube ich, nicht. Und Muffalos zu zähmen. Wir hatten ja mal einen Muffalo. Ein weibliches, glaube ich, oder ein männliches. Das Gegenstück fehlte halt und darum habe ich irgendwann beim Händler gesagt, komm, das Muffalo kommt weg. Soll ich es ja nochmal neu versuchen? Ich glaube nicht, wir lassen es einfach so. So, die Pumpe hier arbeitet, erweitert sich in 5 Tagen, dann sind diese beiden Felder auf jeden Fall mit drin, weil das sich kreuzförmig erweitert. Hier, hier, dort und dort. Und, also oben, unten, links, rechts. Und wenn das der Fall ist, Moment mal. Hallo, lass mich mal... Ne, da ist noch Schlamm. Es sah fast so aus, als ob da keiner ist. Auf jeden Fall sind dann die beiden Felder frei. Dann können wir die Mauer bauen. Dann werden wir die Pumpe umsetzen hierhin. Da lassen wir sie natürlich nur kurz stehen. Dann setzen wir sie dahin. Da lassen wir sie auch nur kurz stehen. Und dann haben wir das hier dicht. Aber hier mache ich jetzt nicht diese Mogelei. Das fände ich nicht angebracht, wenn man es mal macht. Okay, aber eigentlich ist es schon gemogelt. So, noch ein bisschen Holz verbraten. Ja, und die Statue hier herzustellen, ich glaube, das war genau richtig. Steht halt wirklich so, dass jeder mal dran vorbeikommt. 7 befruchtete Eier inzwischen. Ah ne, 7 war ja richtig, wir haben einen 5er und einen 2er Stack. Genau, ne, dann ist alles gut. Ich bin gerade am überlegen, Baumwolle haben wir derzeit so gut wie doch da 3040. Könnten wir eigentlich, was ist das denn hier eigentlich? Ah, die Restschaumgranaten.
die wir irgendwann mal aufgesammelt haben von irgendeiner Kapsel. Ich glaube, dass ich diese Anbauzone umwandle in Teufelsgarn. Das können wir noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht. Ich glaube, das müssen wir auch erst erforschen. Ja, da ist der Teufelsgarnpilz. Oh, den hätten wir eigentlich links schon mal erforschen sollen. Wisst ihr was? Ich schieb den mal eben dazwischen. Der geht schnell und packt die Krankenbetten direkt an Position 2. Das geht dann automatisch weiter. Weil ich möchte gerne Teufelsgarn anbauen. Natürlich, weil es ist natürlich sehr langsam wachsend. Aber da kommt auch sehr guter Stoff raus. Eigentlich würde ich die Zone dann sogar noch ein bisschen vergrößern. Das lohnt sich nämlich wohl. Hoppla, was mache ich da? Nehmen wir das noch raus. Da oben muss eigentlich auch keiner herlaufen. So. Ein bisschen mehr für Teufelsgarn. Fünfmal 17. Ich denke, bevor man dann da richtig was von craften, also nähen kann, werden wohl zwei Ernten fällig sein. Ich sag mal, die eine oder andere Jacke, das geht sicher schon. So, zwei Hüte sind wieder da, zwei Hosen, zwei Staubmäntel. Das heißt, auch das Nähen klappt soweit. Dürften dann jetzt nur noch die Hemden... Wo sind die zwei Hemden? Da liegen wieder zwei schlechte Hemden hier im Lager. Ja, so ist es. Ein schäbiges und... Und da noch ein schäbiges. Wisst ihr was? Da immer drauf zu warten, bis ein Händler kommt, um die dann für 6 Silber oder was zu verkaufen, macht nicht so wirklich Sinn. Ich mache daher noch eine Richtlinie, um Kleidung zu verbrennen. Und zwar für immer, aber natürlich nur Kleider, die unter 50 Hitpunkte sind. Und die maximal... Jawohl, das Problem ist, die Sachen sind ja neu hergestellt. Das heißt, von 0 bis 100 müssen wir schon lassen. Wir müssen einfach alles verbrennen, was... Ich muss mal kurz die Pause anlassen. Was lagern wir denn nochmal genau ein? Alles, was mindestens normal ist. Okay. Das heißt, wir verbrennen alles, was unter normal ist. Und den Rest behalten wir. Also von... Übel bis schlecht wird verbrannt. Und zwar alles. Alles von übel bis schlecht kommt weg. Mit egal wie vielen Trefferpunkten. Also auch die ganz neuen. Wobei, dieses Kragenhemd muss schon mal getragen worden sein. Das hat nämlich 67 von 100 und dieses hier hat 49 von 100. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt Sachen sind von Kolonisten, die abgelegt worden sind und dann ersetzt worden sind durch bessere Hemden, die dann irgendwann von den Kolonisten halt aussortiert worden sind. Ich habe gerade gesehen, dass Tiere zur Welt gekommen sind. Habe aber nicht geguckt, was. Und jetzt haben wir, wir haben wirklich schon sehr viele Tiere hier. Das wird ja... Ich glaube, wir müssen das tatsächlich langsam mal ein bisschen kontrollieren. Wobei, bei den Schweinen könnten wir jetzt auch übergehen. Eine psychische Beruhigung für die Damen. Wir könnten übergehen, die ersten Schweine zu schlachten. Ich müsste eigentlich eine Zone machen, Schlachten, damit man die vernünftig raussortieren kann. Ja, oder wir können das natürlich auch hier im Tiertab machen. Man kann ja hier, irgendwo kann man Schlachten auswählen. Da, dieser Haken ist das. Gucken wir mal kurz. Junge Sau, junger Eber, junger Eber. Also wir brauchen einen Eber und Säue brauchen wir mehrere am besten. So, hier haben wir drei Säue. Ferkel... Ein Eber. Die anderen sind alle noch jung. Also wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen, bis wir ganz viele erwachsene Tiere haben. Die werden dann geschlachtet. Und dann lassen wir irgendwie zwei Säue und einen Eber über. Und dann wird das wohl gehen. So, die Forschung für Teufelsgarnpilz ist fertig. Es geht direkt weiter mit den Krankenbetten. Und dann werden wir jetzt hier zunächst einmal die Anbauzone vergrößern. Und umstellen auf Teufelsgarnpilz.
Den Stoff werden wir noch weiter verwenden für die Produktion unserer Kleidung momentan. Und wenn wir die Teufelsgarnpilzernte fertig haben, das erste Mal, dann können wir die Klamotten umstellen auf Teufelsgarnpilz. Stoff brauchen wir dann aber noch weiterhin. Wir können dann aber wahrscheinlich einen großen Teil verkaufen. Wir brauchen dann noch ein bisschen was hier fürs Drogenlabor. Denn die Medizin, die braucht ebenfalls Stoff. So, okay. Dann würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Das eine Krankenbett, das mache ich jetzt noch. So. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt RimWorld. Ich freue mich drauf. Wünsche noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.